Natürlich brennt jetzt ein Wasser-Pokémon. It's me, Pokekario. Mikario starrt aufs Meer. Was hat er denn? Das Wasser schlägt sanfte Wellen. Wir machen heute weiter mit der MS Anne, müssen natürlich den Zerschneider uns ergattern, haben im letzten Part unser fünftes Teammitglied, den guten Mikario, ergattern dürfen, der von einer Polizistin, ja, günstig für 60 Pokémon verscherbelt wurde. Also sie brauchten jetzt nicht 60 Pokémon abgeben, ne, aber ja, wir mussten sie zumindest gefangen haben, um uns als ehrwürdiger Trainer zu erweisen. Und hier damals, jetzt betreten wir das Schiff, ne, okay. Schon mächtig, sieht aus wie die Titanic. Kappa, nicht dass gleich ein Eisblock kommt. Ich zeige euch mal eben kurz, das war jetzt in Pokémon Gelb, Grün, Blau und Rot natürlich ein bisschen anders von den Sprites her. Aber man konnte damals Pokémon ja tauschen durch das Link-Kabel. Und dann gab es das Gerücht, nicht direkt ein Glitch, aber halt ein Gerücht. Ich habe mich da im letzten Part ein bisschen falsch ausgedrückt. Gab es halt ein Gerücht, dass wenn man hier dann mit Surfer schwimmt und um das Schiff herum schwimmt, dass man da dann irgendwie Mew steht oder Mew sitzt. Und ja, ich habe das Ganze natürlich dann ausprobiert als junger Kario mit meinen 10 Jahren und war dann sehr traurig, weil da leider kein Mew auf mich wartete. Gab aber noch ein anderes Gerücht, wenn du Mewtwo gefangen hast und dann zu Professor Eich gehst oder wenn du alle 150 Pokémon hast und dann zu Professor Eich gehst, das war alles leider nie der Fall. Oh, Silencario, da bist du ja endlich. Corona, danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Oha, und blau, lol. Es wimmelt nur so von Trainern. Oha, was ist hier los? Oh mein Gott. Sieh an, das ist ja Silencario. Ach, und Corona auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gern was ab. Eine Yantara-Sapple. Was ist das denn? Was ist das? Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ich habe schon mal gegen sie gekämpft. Easy. Echt jetzt? Für dich ist Angst wohl ein Fremdwort, was? Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu... Als ob er das nicht weiß. Bitch, please. Come on. Und Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Weißt du, er rennt hier schon seit 20 Jahren hier rum und hat jetzt so nach 20 Jahren verstanden, Team Rocket ist böse. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diesen Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Kappa, hau rein, Brudi. Mit deiner schicken Umhängetasche. Sehr sexy. Was sagst du dazu, Corona? Team Rocket, wenn du dich als Sex mit solchen Leuten anlegst, hörst du mich dazu, hörst du? Okay. Gut, wie werden wir die MS Anne bewerkstelligen? Wir werden natürlich jede einzelne Kabine einmal abgrasen. Das ist das A und O hier. Gucken einmal, was uns hier erwartet. Hi. Na, machst du es hier gerade auch bequem? Das sieht hier schön aus. Oh, schwimmen wir eigentlich schon? Ja, tatsächlich. Du siehst müde aus. Ruh dich doch am besten hier kurz aus. Ja, moin. Oh, bist du meine neue Schwester, Joy? Ich meine, wir könnten jetzt hier... Ich habe mir bloß Sorgen um dich gemacht, weil du dich an mich an meinen kleinen Bruder erinnerst. Ich könnte jetzt hier auch die Tür schließen. Und dann gehst du mal auf die Couch und ich führe mal ein Interview mit dir. Wenn ihr versteht, was ich meine. okay. Wir machen mal weiter. Und Tür Nummer 2. Was erwartet uns hier? Ein alter Mann. Moin. Wer bist du denn hier einfach ohne Wort reinzuplatzen? So ein unhöfliches Kind. Und mir fällt gerade ein, wir sollten, glaube ich, hier nicht Rocco an vorderster Front schicken. Robert fordert uns heraus. Genau deswegen, weil ich wusste, dass er ein Fukano hat. Und die haben hier viele Wasser-Pokémon und das ein oder andere Fukano, glaube ich. Also das ist zumindest das, woran ich mich erinnere. Gut, das ist jetzt Level 18. Wir tauschen natürlich trotzdem mal Mikario. Dein erster Einsatz. Enttäusch uns nicht. Wie du dich jetzt hier benimmst und verhältst und schlägst, zeigt uns oder ebnet den Weg für das ganze Projekt. Glut ein. Glut ist nicht effektiv. Zieht trotzdem 8 KP ab. Und natürlich verbrennt es ein Wasser-Pokémon. Natürlich brennt jetzt ein Wasser-Pokémon. Pokémon in a nutshell, ernsthaft. Okay, wir machen kräftigen Blubber. Und natürlich darf er nochmal. Oh mein Gott. Okay, wie viel zieht Blubber ab? Okay, das sollten wir hinkriegen. Und Mikario verbrennt sich ein bisschen. Kann Fukano was anderes außer Blubber? Oder? Wir sind nicht mal verbrannt. Wir haben uns anscheinend... Ne, doch. Ich wollte gerade sagen, verbrennen kann sie doch gar nicht so heilen. Das ist nicht sehr effektiv. Blubber, ich glaube danach noch ein Blubber und Fukano ist Geschichte. Nee, tatsächlich nicht.
Wir sind aber gleich Geschichte. Okay. Machen wir nochmal Glut. Du kannst so oft Glut einsetzen, wie du funny bist. Das ist mir völlig Wankowski. Wir setten hier mal schön im Lower ein. Okay. Ja, wir sollten es jetzt überleben. Jetzt darf er nochmal Glut einsetzen. Wenn das jetzt kein Volltreffer ist, haben wir gewonnen. F-I-C-K-D-I-C-H. Ernsthaft jetzt? Machst du jetzt diesen hier oder was? Okay, Mikario, tatsächlich hast du dein Bestes gegeben. Ich setze einfach mal ein ganz... Du gewinnst. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Mikario wird diesen Kampf gegen das übermächtige Fukano mit Top-Genesung. Ja? Also, ich fasse zusammen, Mikario. Dein erster Pokémon-Kampf. Du bist ein Wasser-Pokémon. Du wirst von einem Feuer-Pokémon fast besiegt, wirst verbrannt und dann setzt der Gegner auch noch Top-Genesung ein. Was kommt als nächstes? Drei Volltreffer hintereinander oder was? Oh mein Gott, ey. Okay, wir versuchen es trotzdem weiter hier. Ich meine, jetzt dürfen wir gleich dann auch mal wieder Blubber einsetzen. Der längste Pokémon-Kampf der Geschichte. Glaube ich. Okay, wir werden verbrannt. Mann, was will er denn verbrennen eigentlich so? Ein Panzer oder was? Das war hart wie Stahl. Okay, ich glaube, das Fukano ist einfach unser Kryptonit hier. Okay, jetzt. Perfekt, Mikario. Mikario Standing Ovations. Standing Ovations. Gut. Gentleman Robert wurde besiegt. Du hast wirklich keine Manieren. Nein, hast du auch nicht. Haben wir auch nicht. Okay, Mikario hat das aber gut gemacht. Um was zu sagen. Nur mal Ruhe haben, raus mit dir. Ich hoffe, du schläfst ein. Und wachst nie wieder auf. Tschüss. Ja, komm, wir heilen mal eben kurz Mikario. Ne? Und wir tauschen, Moment. Wir holen diese Runde. Wen holen wir denn nach vorne? Ja. Komm mal wieder, Tim Tenno. Ne, wir holen nur Trollexer. Ne, hier sind viele Wasser-Pokémon, ne? Ja, okay, dann lassen wir mal Rocco tatsächlich vorne. Ich glaube, das ist hier am taktisch klügsten. Wenn wir Rocco hier vorne lassen, weil viele Wasser-Pokémon kommen. Und wenn dann einfach mal, so wie jetzt gerade Fukano kommt, war ich dir das so auftreten? Ich habe mir bloß Sorgen gemacht. Ja, ja. Aber was hat sie eigentlich mit uns gemacht? Hat sie uns die Schulter massiert? Da sind wir wieder bei der Casting Couch. Okay. Ja, cool. Cool Post. Thanks for sharing. Hi! Also. Ja, moin! Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Ich meine, wie sieht das denn aus? Jetzt mal ernsthaft. Was haben die sich dabei gedacht? Weißt du, der junge Trainer sind in Kario und betritt hier den Raum und dann ist da so ein breitbeiniger alter Mann. Ich weiß ja nicht, wie ich das hier finden soll. Einige Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nur Abwechslung sehen. Wundere dich also nicht, wenn dich der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Ja, habe ich schon festgestellt. Ist Fukano des Todes. Hi. Guck mal, sie sitzt da schon. So, du möchtest also einen Job haben, ja? Stuart, ich hätte gerne etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanilleschnitte. So, also, ja, dann für welche Agentur bewirbst du dich? Okay, dann... Ja, dann musst du einmal kurz deine Schuhe bitte ausziehen. Okay, wir machen weiter im Text. Wir wollen das ja hier auch kinderfreundlich halten, ne? So, oha, Knuddeluff. Knuddel, Knuddel. Mein Knuddeluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Okay. Ach, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Gut, die wollen auch nicht gegen uns kämpfen. Warte mal, können wir in den Mülleimer gucken? Wir gucken mal gleich beim nächsten hier, ob wir in den Mülleimer gucken können. Ob die da wieder reingebrochen haben. Ah, hier ist ein Trainer. Das sehe ich jetzt schon. Meine Pokémon stammen aus aller Welt. Du musst sie dir mal ansehen. Ja, dann zeig mal her dein ganz seltenes Pummeluff oder so. Oder was willst du jetzt haben? Alexis. Alexis. Das klingt jetzt auch... Ich sag's jetzt nicht mehr. Irgendwann reicht's auch mal. Okay, Rocco. Kriegst du, glaube ich, hin. Welches Level ist das, Taubsi? 18? 17? 17, okay. 17, ja, blondes Haar. Das ist irgendwie nicht, glaube ich. Ich glaube von KZ oder so. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt KZ kennt. Wer es nicht kennt... Beste Band. Ernsthaft. KZ hat so schwarzen Humor. So geile Texte. Aber die haben sich ja leider aufgelöst. Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das so bekannt ist. Die haben sich wirklich... Ups, Rankenhieb. Aufgelöst vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren schon. Shit. Spiegeltrick? Was macht der denn Spiegeltrick? Boah, ey, du erfüllst das Klischee, Alexis. Ernsthaft. No hate, aber... Fuchsuki. Also unsere Pokémon kriegen hier immer ganz schön auf den Keks. Also das ist schon heftig. Vor allem fangen wir viele Pokémon, finde ich. Und trotzdem sind wir gar nicht so überlevelt, ne? Gar nicht mal schlecht.
Fan Level 23, GZ dazu. Pikachu. Pikachu kann. Neutronix. Neutronix kümmert sich um das Pikachu. Der war auch schon lange nicht mehr dran. Dann zeig mal, was du jetzt kannst, quasi. Was du so drauf hast mit deinen vier Zähnen. Der Rest ist anscheinend ausgefallen. Aber damit kannst du deine Feinde dann besser zerbersten. Blut. Okay, was macht er jetzt? Doppelteam. Initiative stinkt, glaube ich, ne? Der steigt bei ihm, genau. Fluchtwert. Achso, ja, okay, macht auch Sinn. Trotzdem treffen wir ihn, weil wir zwei... Oh, trotzdem... Unnötig. Stell dir vor, der macht Doppelteam, jetzt wechselt er gleich das Pokémon und macht noch Sandwirbel. Pikachu ist der Endboss. Wir können ihn nie besiegen. Nie. So. Und dann hat paralysiert. Das wär's so. Das wäre der Burner. Der taktisch, glaube ich, ziemlich geil. Okay, was? Donnerwelle? Jetzt. Ich call es auch noch, oder was? Shit. Gut, der hat leider keinen Taub sich schon erledigt. Das darf er nochmal, ne? Ja, Pikachu? Doppelt. War jetzt im Überlegen, was er macht, oder? Ich meine, es guckt so böse uns an. Ah. Ja, ich meine, warum war die Kamera zu lange auf sie? Sollten wir sie jetzt mal angucken? Okay, perfekt. Pikachu ist erledigt. Wir müssen mal schon wieder zu der jungen Frau da uns eindecken hier, ne? Aber wir lassen es jetzt erstmal sein. Oh nein, damit sind das doch Pokémon von der Welt. Oh. Vor allem können wir gar keine Pokémon fangen. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung, ne? Finde ich. Und Knirps. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nö. Also, ja doch, ich gib's zu. Ich liebe Pokémon. Ja. Ich bin 31 Jahre und ich liebe Knuffel gewesen. Stehe ich zu. Los, Rocco. Mankey, Kampf-Pokémon. Ist, glaube ich, nicht effektiv, die Attacken, die er uns antun kann, ne? Trotzdem, wir lassen ihn erstmal einschlafen. Bitte sei, ja, okay. Aktiv, wollte ich sagen. Bitte wirksam, ne, wie sagt man denn? Bitte sei wirkungsvoll? Ne, bitte sei richt... Nein, wie sagt man denn? Ich habe keine Ahnung. Wir machen Rankenhieb und ignorieren mein dummes Gelaber schon wieder. Oh ja, das hat sich jetzt relativ schnell gleich erledigt. Noch eine zweite Rankenhieb-Attacke und Mankey Level 16. Hallo? Als ob manchmal so WLAN-Lags gibt, oder? Ernsthaft, sonst ob es manchmal leckt. Das ist komisch. GZ. Zum Level Up, Rocco. Level 21. Okay. Ich glaube, hier warten uns noch. Oh, du bist stark. Hat er gesagt, du bist stark? Du hast nichts drauf. Hey, lass uns Freunde sein. Dann können wir Pokémon tauschen. Ja. Jetzt, ne? Kennt ihr diese Leute so? Diese Internet-Rambos, die euch beleidigen, dann seht ihr die auf einmal wieder im echten Leben und dann, hey, lass uns Freunde sein, es tut mir auch leid, wirklich. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt, oh. Aber das sind hier nicht deine Kinder, oder? Weil sie hier ist, glaube ich, schon... Ich weiß ja nicht, egal. Du findest einen Paraheiler. Oh, nice, den könnten wir jetzt eigentlich mal direkt kurz einsetzen, um Dings zu heilen. Medizintasche. Paraheiler, ja, wir haben drei Stück, das ist okay. Und zwar Neutronix. Neutronix. Nee, Finn. Nein, achso, ich wollte eigentlich Finn tauschen. Egal, lassen wir das erstmal so, wie wir hier sind. Okay. So, ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir das Matrosen-Set haben. Das ziehen wir aber nicht diesen Part an, sondern im nächsten Part. Und du? Psst, ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen. Okay, hast du was im Dilemma? Nein? Schade. In der Küche, glaube ich, gab es damals Erbrochene. Nee, gar nicht, bei dem Captain. Moin, moin, du Landratte. Ich arbeite als Tier hier auf dem Kahn. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann, ne? Sehr gesprächig bist du aber nicht. Ja, wenn du mich hier so komisch von der Seite anquatscht, dann bin ich relativ zurückhaltend, gebe ich zu. Ah, hier ist die Küche. Was gibt's denn hier? Gemüse, Obst, eine komische Sebebeere, wie die hieß. Bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also störe mich bitte nicht. Und da sieht man, so verhalte ich mich auch immer so, wenn ich in der Küche stehe. Was soll ich machen? Was soll ich kochen? Schnipp, schnipp, schärliche Tag. Ein Tag aus Kartoffeln. Schnipp, schnipp. Kannst du Relaxo, seines Zeichens Feinschmecker-Pokémon? Es gibt kein anderes Pokémon, das so viel frisst und schläft. Okay. Schnief, schnief. Schärliche Tag. Ein Tag aus Zwiebeln. Schnief, schnief. Oh, ich wollte den Mülleimer eigentlich ansprechen. Und du? Ich bin hier der Chef-Cuisine. Der heutige Hauptgang ist Whirlpool-Sushi. Ein kulinarisches Köstlichkeits-Sondergleichen. Ja, das sieht lecker aus. Würde ich auch essen. Okay.
Oh, ein Item. Eine Sprühdose Superschutz. Gut. Ich habe übrigens, was das hält mal. Hey, aus dem Weg, du Leichtmatrose. Eine Glosche bewirkt, dass die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen, das sind diese silbernen Metallhauben, die man über den Teller stülpt. Das wusstest du. Ja, das hier. Diese Gloschen hier, die hier. Ich habe immer Glocke gesagt, weil ich ein Kulturbanause bin. Ich habe im letzten Part ja die Vulkanos gefangen und habe tatsächlich dafür das Lockparfüm genutzt. Und was ich ganz geil fand, ist, dass er dich jedes Mal erneut fragt, ob du das Item einsetzen möchtest. An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes befinden sich Trainer aus aller Welt. Aber jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir einen Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns mitfeiern dürfen. Und ich weiß nämlich, dass das eben damals in den anderen ersten Teilen eben nicht so war. Und du man jedes Mal... Kann ich laufen, doch. Oh, mein Horizon ist mir ein riesengroßes Kugel-One aus Pokémon begegnet. Ich bin zwar schon viel herumgekommen, aber ein Pokémon wie dieses, was den ganzen Tag schläft, ist mir neu. Dass du das jedes Mal manuell erneuern musstest. Das war so unnötig. Dann immer wieder ins Menü, neuern, wie Topschutz immer. Richtig dumm war das. Schau, wie ich aber sein Land gezogen habe. Und jetzt ist es eben so, dass man das einfach so einsetzen kann und weil man gefragt wird, hey, willst du es nochmal einsetzen? Und dann einfach nur ja und dann geht's weiter. Oh, ein legendäres Carpador. Oh mein Gott, wie soll ich mich dagegen bloß wehren? Rocco, ich weiß nicht, ob du dieser Herausforderung gewachsen bist. Versuch mal, ob ein Rankenhieb vielleicht etwas aus... Oh. Ciao. Übelste Zuhälterschelle. Ciao. Der hat keinen Bock mehr. Egon. Der, also ich kann Angler auch einfach nicht ernst nehmen. Das wäre mal so geil, wenn es so epische Angler geben würde. Ein Beleber. Schön. Vor allem, wir gehen hier so in den Zimmern der Leute rein und klauen halt einfach die ganzen Items so. Oder? So, warum? Naja. Und du? Wer die geheime Technik Spaltschnitt meistert? Spaltschnitt meistert? Der kann Sträucher klein hacken. Und du? Ich hab schon Leute gesehen, die auf Pokémon übers Wasser gereist sind. Gib mir noch ein paar Parts, dann mache ich das auch. Meister Propper. Wir müssen uns übrigens merken, wo wir noch lang gehen müssen. Den Wettstreit mit der Jugend hält mich fett. Tja. Vor allem auch hier natürlich, dass sie alle gleich aussehen. Ne? Ich meine, es ist so ein bisschen, vielleicht mit Absicht, aber halt auch, ja, war das so anstrengend, euch ein bisschen was an Designs einfallen zu lassen? Oder? Ich weiß ja nicht. Ja, wir wechseln mal. Ponita, Mikario, das ist wieder deine Chance, zu zeigen, was du drauf hast. Er war natürlich in diesem Part noch nicht so aktiv dran. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle ändern. Los, Mikario. Ponita setzt Glut ein. Ja, das, wehe, du verbrennst wieder. Ohne Witz. Okay. Ich dachte jetzt schon wieder, das wäre so awkward jetzt gewesen. Ruckzuckieb. Oh, jetzt werden wir aber zum Berstet hier. Okay, aber wenn er jetzt gleich kein Ruckzuckieb einsetzt, sondern eine andere Attacke, heißt das, wir sind dran. Das heißt, wir dürfen dann zweimal. Wo waren die Kamera da gerade? Was ist denn das für ein Höllenloch gerade gewesen? Die Decke, ne? Okay. Sehr effektiv. Und was macht er jetzt? Nochmal Ruckzuckieb? Ja, und jetzt hat er sich selber einen Ruckzuckieb gefangen. Aber wir sollten das hinkriegen. Wenn er jetzt nochmal Ruckzuckieb einsetzt, haben wir noch 3 KP übrig, außer es ist ein Volltreffer. Ich hasse diesen Typen. Ich hasse diesen Typen, Mann. Was ist mit ihm? Oh. Unnötig. Warte. Beute. Mikario gewinnt das hier. Ohne Witz. Hier, Supertrank. Was er kann, können wir auch. Vor allem, weißt du, die Pokémon, die haben keinen Statuseffekt. Die haben irgendwie so nur 40 Leben bei ihm. Und er ballert halt einfach irgendwie für Vitos Top-Genesung 2500 oder so. Mein Gott, ey. Übel unnötig. Oh, jetzt setzt er wieder zweimal Ruckzuckieb ein aus der Hölle hier, oder was? Okay, aber trotzdem, Mikario gewinnt das easy. Safe Call. Außer es gibt jetzt gleich nach diesem hier einen schmackhaften Volltreffer. Vor allem ist der Trainer nicht ganz so dumm. Der setzt echt keinen Glut mehr ein, ne? Aber wir setzen jetzt gleich noch eine Dings ein. Eine Top-Genesung. Dann raste ich aber aus, ey. Okay. Jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt haben wir ihn. Komm. Ein kaputt. Danke. Oh. War das dein einziges Pokémon? Ich glaube, ihr habt gleich drauf geachtet. Okay, Smith wurde besiegt. Das war ein guter Kampf. Da fühlt man sich gleich jünger. Gibt uns auch 2100 Poké-Dollar. Das ist schon richtig nicht schlecht. Stark oder seltene Pokémon? Sehen wir doch mal, worauf du mehr Wert legst. Ist eigentlich einhergehen, weil seltene Pokémon oft stark sind. Zumindest die legendären Pokémon. Kappa. Parker. Peter. Parker.
Okay, Sandan. Da könnten wir natürlich jetzt auch wieder super mit Mikario kämpfen. Mikario ist aber ein bisschen angeschlagen, also... Aber Rocco auch, ne? Okay, pass auf, wir gehen mal zu Finneon. Ja, Finneon muss mal wieder eingreifen hier. Ist aktuell mit Timtenno auch, glaube ich, sind die beiden stärksten Pokémon der Zeit, die wir haben. Gerade Timtenno natürlich ist immer... Tim ist unsere letzte Bastion immer. Wenn irgendwas anbrennt, können wir immer noch auf Timtenno wechseln. Okay. Wir machen einen geschmeidigen Flügelschlag. Hat natürlich jetzt Sandan verfehlt, warum auch immer. Weil es halt ein Erd-Pokémon ist und was für eine Logik. Komm, nochmal. Ach ja, wegen Sandfieber, ne? Klar, hat er gerade Sandfieber gemacht. Ich bin auch ein Idiot manchmal. Nochmal Kratzfurie. Gib doch einfach auf, Gentlemen. Schmeiß doch einfach das Wasser. Kann man eigentlich aufgeben? Geht das? Ich glaube, früher ging das mal, aber nur gegen... Oder kann man aufgeben? Weiß ich jetzt gar nicht. Würde mich mal interessieren. Giftstachel, okay. Ach, natürlich sind wir wieder vergiftet. Mann, wir haben auch Pech mit den Statuswerten hier. Aber trotzdem sollte Sandan dann jetzt eine Geschichte sein. Ich hasse diesen Trainer, Mann. Ich hasse diesen Trainer. Was hört er mit seiner Tup-Genesung? Hey, ich setze Tup-Genesung ein. Ich verliere zwar, aber hier, nimm jetzt einfach mal Tup-Genesung. Guck mal, Kario, was ich hier Tolles habe. Boah, ey, Mann. Okay, jetzt. Also, wenn Finn jetzt verliert, dann... Oh nein. Okay. Müssen. Oh mein Gott. Wir setzen einen Supertrank ein. Dieses Sandan macht uns echt fertig, ne? Vielleicht bin ich auch einfach der schlechteste Pokémon-Trainer der Welt oder so. Keine Ahnung. Okay, Supertrank, komm. Rette das hier. Finneon ist hier dankbar. Ja, ich auch. Okay, wir sind immer noch vergiftet, klar, weil wir haben natürlich keine Top-Genesung. Lieber Parker, Pete, ha? Ha? Whatever you are. You are, Hölle, Hell Guy from Coming There. Okay, Flügelschlag, komm. Das heißt Flügel auf Englisch, Wing, ne? Also ist das hier ein Wing Punch. Ein Punching Wing. Okay. Kampf und Flügelschlag. Erledigt. Oh, Gott sei Dank, ey. Okay, was hast du jetzt zu deiner Verteidigung zu sagen, warum es so lange dauerte? Bin gespannt. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Schapioau. Okay, du hältst zwei Pokebälle. Kriegen immer Pokebälle, glaube ich, ne? Was haben wir hier? Wieder irgendein Item, was wir klauen? Ein Nugget. Ja, moin. Du, das lag, wie es findet, das behalten. Ich bevorzuge Pokémon, die so stark als auch selten sind. Und ich bin sein Zwillingsbruder. Vor 50 Jahren hätte ich mit Links gewonnen. Nein, hättest du auch nicht. Nein. Kann ich dir so sagen. Okay, wir müssen jetzt natürlich mal eben kurz unsere Pokémon hier heilen. Wo ist... Ah ja, genau, Medizintasche, ne? Und dann Gegengift einsetzen und... Achso, da, Finn. Okay. Alle ein bisschen angeschlagen, ne? Pass auf, wir geben auch mal eben... Und dann haben wir bald echt keinen Supertrank mehr. Dem Mikario noch mal eben kurz einen Supertrank. Wir könnten jetzt auch natürlich die Frau aufsuchen, aber können wir auch sein lassen. So, dann gehen wir mal hier ein Türchen weiter. Hi. Hast du schon mal den Go-Park bei Fuxana City besucht? Nee. Es gibt doch viele seltene Pokémon zu sehen. Ist das der Safari-Park quasi? Nee, der war in Safronia. Nee, doch, der war da, ne? Und Papa und ich finden den Go-Park total super klasse. Ich will am liebsten gleich wieder hin. Go-Park? Der ist auch neu. Cool. Freue ich mich drauf. Gucken, was uns da so erwartet. Und was hast du zu sagen? Ich habe einen Kapitän gesehen. Er sagte, ihm sei übel. Er war kreidebleich. Anscheinend werden mehr Leute seekrank, als man denkt. Ja, das... Also ich tatsächlich nicht. Also ich dachte auch vielleicht so... Vielleicht werde ich ja seekrank, aber... Ja, warte mal. Hier ist der Dings, ne? Ah, endlich geht's wieder. So, musste mal eben kurz den Joy-Con irgendwie einmal schütteln, gegen die Wand werfen, dreimal drauftreten, es anbrüllen und einfach nur dann mal wieder in die Hand nehmen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergehen, ist tatsächlich da die Kapitänsstube. Deswegen gehen wir mal eben kurz ein Stückchen zurück und gucken, ob wir nochmal eben die anderen Sachen hier erledigen können. Nämlich hier müssen wir zum Beispiel noch hoch, glaube ich. Ne? Ja, das sieht gut aus. Ist ja auch cool. Coole Fanart so, oder? Ich weiß nicht, ob das echte Gemälde waren, die mal gemalt wurden oder so. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkammers. Für Versprechen, Talenten zeigt er sogar, wie meine geheime Technik Spaltschnitten meistert. Okay, auch hier Jura. Das sind schöne Bilder. Also da hat sich wirklich Mühe gegeben tatsächlich, oder? Also... Pikachu! Was ist los?
Nintendo ist ganz aufgeregt. Was ist los, Nintendo? Will sich offenbar weiter vorne auf das Schiff umsehen. Okay, aber ich glaube... Ja, das ist hier so ein Trainer. Oh je, was ist denn da vorne? Ahoi, bist du an Bord etwa seekrank? Was ich ja natürlich schön finde, ist, dass wenn man sich hier ein bisschen umguckt, dass man dann auch belohnt wird. Und genau, vielleicht jetzt gleich irgendwie sowas. Heintje. aber auch als wir im Pokémon-Clubhaus waren und einfach dem Trainer zugehört haben, dass wir dann eben mit einem ja, Pikachu-Kostüm ja belohnt werden, was wir anhaben. Das finde ich schon, das ist ein bisschen Fanservice auch, ne? Dass das nicht alles ganz so wasted ist, dass man hier die Leute manchmal anspricht. Finde ich schön, dass man so manchmal belohnt wird. Macht aber auch ein gutes RPG irgendwie aus, ne? Also, das ist schon ganz wichtig. Bam! Jurok wurde besiegt. War jetzt nicht unbedingt so die Herausforderung für Rocco, aber... Naja, hat er noch eins? Macholo. Ja, bei Machalos werden wir einmal den Neutronix in den Kampf schicken. Glaube ich auch wieder Level 17 wahrscheinlich dann. Werden wir jetzt sehen. Genau, die Entwicklung. Aber habe ich schon mal gesagt, Machok und Machomai sind geile Pokémon. Auch Machomai, das ist so krass. Typ Kampf und normal, glaube ich, ne? Aber der hat so einen hohen Angriffswert einfach. Ist schon cool. Aber nur die Spezialverteidigung ist, glaube ich, kacke. Okay. Ich glaube, Spezialverteidigung heißt ja dann, dass die Attacke, die sehr effektiv ist, ihm dann halt besonders viel Schaden anrichtet, wenn die Spezialverteidigung niedrig ist, oder? 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 Ich weiß es nicht so genau. Okay. Glut und auch Macholo ist erledigt. Und ich will es gleich unbedingt nach vorne. Ich habe da auch schon wieder einen Trainer-Coach gerade gesehen. Den habt ihr bestimmt auch nicht vergessen. Übrigens von mir eine kleine Kritik. Oh, Mikario GZ zum Level Up. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Warte mal, entwickelt sich Shilock jetzt? Ja. Also, Mikario entwickelt sich. Glückwunsch! Dein Mikario wurde zu einem Shilock und no joke, sorry but not sorry, Shilock ist wirklich hässlich. Also ist so meine Meinung so. Wie Shilock wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn es einen Schlag auf den Kopf bekommt, zieht es sich in seinen Panzer zurück. Seine Schwanzspitze jagt jedoch ein wenig heraus. Es ist wirklich, ich finde Shilock so hässlich. Tut mir echt leid, ne? Oh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, ohne Besen sowieso nicht. Mein Vater meint, es gäbe 100 verschiedene Pokémon-Arten. Ich denke, es gibt mehr. Ja, glaube ich auch. Ja, komm, wir kämpfen dich auch nochmal eben hier. Hallo, wie wär's mit einem Kampf gegen einen Matrosen? Was hast du denn zu bieten? Wieder ein Carport oder wie hieß denn der hier? Tentacher? Klaas? Wo ist Joko? Tentacher, glaube ich. Ne, er hat Quapsa, aber es gibt auch so einen Tentacher. Und wie war die Weiterentwicklung nochmal? Oh, ich bin so... Ich weiß es echt nicht mehr, ne? So, zu meinem Kritikpunkt, den ich noch äußern wollte. Wir haben jetzt hier ganz schön so, dass der Hintergrund, auf dem wir gerade kämpfen, ist ja jetzt auch passend zu dem, wo wir gerade stehen. Also wir sind da gerade draußen und dementsprechend ist es hier auch das Außendeck gerade. Das ist auch sehr schön gemacht, wie ich finde. Aber die sollten da noch so ein paar NPCs hinpacken, ne? Also das finde ich so ein bisschen schade, die so ein bisschen Action machen und vielleicht sich auch einfach nur unterhalten oder zugucken. Ja. Und viele verschiedene Arten von Pokémon es wohl gibt. Viele. Guck mal, achso, das Licht da oben. Sperrstunde. Die Party ist so gut für vorbei. Das Schiff steht bald in See. Wir gucken mal hier weiter vorne, was jetzt hier ist. Da. Pika Pikachu. Nintendo genießt nur die Auszeit. Nintendo und du blickt zusammen auf das endlose Meer hinaus. Nintendo sieht sehr glücklich aus. Schön. Ich hätte es jetzt übrigens auch gerne gesehen. Aber ist okay. Ernsthaft jetzt. Hat man jetzt hier ein bisschen verpasst, die Chance. Hallo Trainer-Coach. Wir speichern mal eben ab. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss vor ihm. Bin ich ja ganz ehrlich. Oh, mir ist total übel. Ich hatte gehofft, etwas frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. Was? Okay, der kämpft gar nicht gegen uns. Okay, Glück gehabt. Dann müssen wir jetzt nochmal eben kurz einen Schritt zurück. So, und jetzt sind wir ein bisschen weiter nach unten gelaufen. Und ich glaube, hier haben wir wiederum noch nicht mit den ganzen Trainern gespielt. Nee. Oha. Mascha Ball. Stell dir mal vor, das läuft uns so hinterher. Oh, wie cool. Oder wie Totok wohl mal aussehen wird. Wow, Hanna-Pokémon, Mashok ist super stark. Kann sogar unter schwere Felsen mir dir nichts verschieben. Mega krass. Kommt das stärkste Pokémon der Welt, so. Also zumindest in der ersten Generation. Ich weiß nicht, ob es später noch stärkere gibt. Das wisst ihr natürlich jetzt besser als ich. Ich bin echt ein Matrosen gehören, kämpf einfach zum Ordak. Dann guckt er nicht aus dem Fenster, sondern schau mir in die Augen, Kleiner.
Kleines, kleiner? Ja, eher ein Leonard. Mit einem guten, guten Vorbau mit seinem Bäuchlein da. Fleckmon, Fleckmon. Mit Fleckmon haben wir ja schon unsere Erfahrung gemacht. So, ruhig mal herkommen. Und wir setzen mal eben ganz genüsslich einen Rankenhieb ein. Patsch. Und verprügeln ihn ein wenig. Wir müssen übrigens dran denken, und wenn ich das vergesse, schreibt sie mir das mal bitte in den Kommentaren, dass wir nach Alabastia zurückkehren, beziehungsweise Vertania City. Zwischen Alabastia und Vertania City, glaube ich, war das ja. Da war ja, da brauchten wir auch den Zerschneider. Ich nenne den immer Zerschneider, nicht Spaltschnitt, weil der Zerschneider heißt so. Da gab es ja auch, ja, so Büsche und da gab es dann Items, die wir holen müssen. Wie wäre, also sonst nicht auch Matrose werden? Also ich glaube, Vertania City, zwischen Vertania City und Vertania Wald oder dergleichen. Da waren auch noch so Büsche, die wir dann klein machen können. Und da können wir aber erst zurück, wenn wir Fliegen haben. Was für Mechaniker hier. Scheint ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein. Das gefällt mir. Auf jeden Fall, wenn wir Fliegen haben, müssen wir dann einmal zurückfliegen. Dann können wir ja, ne, war jetzt kein Spoiler, ihr kennt Pokémon. Dann können wir zu den einzelnen Orten wieder zurückfliegen. Nicht überall, also zumindest früher nicht, sondern immer nur zu den einzelnen Orten. Oder besonderen Sehenswürdigkeiten. Magnetillo, okay, da haben wir jetzt, glaube ich, dann... gar nicht mal so schlecht, oder? Warte. Okay, ist nicht effektiv. Donnerschock dafür aber auch nicht. Ist jetzt das, ja, das der Kampf der nicht effektiven, glaube ich. Wir, ups. Oh, schon wieder ist der Joy-Con weg. So, wir wechseln gegen mit, ne, ne. Oh, ja, Neutronix. Es gab ja auch mal Stahl-Pokémon in der zweiten Generation. Und da war natürlich dann wiederum Glut sehr effektiv. Das ja dann sich so aufgelöst hat und so. Aber ich glaube, Magnetillo das... Warte. Hä? Okay. Ja, okay. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Nö, wir wechseln natürlich dann nicht das Pokémon. Oder ist Magnetillo... Stahl gab es erst in der zweiten Generation, oder? Ich erinnere mich nämlich noch an Stalos, glaube ich. Und Stalos war doch die Entwicklung von Onix, ne? Das fand ich so damals mega den Hype, dass dann auch die ersten Pokémon-Generationen, die damals keine Entwicklung haben, wobei das heißt die erste, ich glaube wenige Ausnahmen einfach nur, eben so eine krasse Entwicklung dann bekommen haben. Genauso wie dann ja irgendwann mal in der, ihr wisst besser als ich, fünfte oder sechste Generation die Mega-Entwicklung. Ich glaube X und Y war das, sechste Generation? Oder fünfte? Ja, dann die Mega-Entwicklung gekommen sind, das ist auch mega cool, mega cool. Hoff aus, die wird man genauso lebhafter Erwachsener. Hat natürlich da nochmal einen taktischen, immensen Vorteil bekommen. Achso, wer sich jetzt wundert, warum Rocco gerade full live war. Ich war natürlich bei... Oh, Hyperheiler, schick. Eben kurz bei der aufdringlichen jungen Frau. Und habe mich einmal heilen lassen. So, was gibt's hier noch? Ah, der will auch kämpfen. Das sehe ich doch sofort. Auch Matrosen haben Pokémon an ihrer Seite. Ja, moin. Dann du und ich. Du, Duell, Heinz. Großer Heiz in Anton. Dann soll er mal seinen Anton einsetzen. Los, Rocco. Ich glaube, ein, ja, vielleicht zwei Rankenhiebe und Anton hat sich erledigt. Oder? Ja, zwei. Schade, wir sind so ein Level unter Level. Dann würde das immer schön mit einer Attacke reichen. Aber jetzt kann er auch ruhig mit seinem Schwanz rumwedeln. Das kann uns, oder kann dem Rocco egal sein. Ein Rankenhieb und Anton kann, ja, kann sich weiter im Kopf packen. So geil. Das ist wirklich ein sehr witziges Pokémon. Neutronix erreicht Level 20. Kratzfurie? Ja, warum nicht? Dafür vergisst du mal Kratzer. Ja. 1, 2 und schwupp. Weiß nicht, ob das so clever war, aber irgendwann erlernt Glutexo, also Neutronix natürlich auch nochmal Flammenwurf. Flammenwurf, glaube ich, ne? Ne, wir bleiben weiterhin bei Rocco. Ich glaube, Quaxel hat eine etwas geringere Verteidigung als Anton. Zumindest von der Optik her jetzt, ja. Hä? Ja, ich kenne die Werte nicht, aber das sieht optisch so aus, dass Quaxel nichts drauf hat. So. Rocco ist schon bald Level 22. Reife Leistung hat er uns hinterher gesagt. Wir klauen mal eben dieses Item hier, ja? Mach mal Augen zu. Super Trank. Dankeschön. Und was ist nur zu sagen? Wir fangen alle unsere Pokémon selbst, wenn wir auf Safe sind. Das ist ja schön. Es freut mich für dich. Und das ist der letzte Raum. Gibt es hier nochmal einen Kampf? Oh ja, ein epischer Angriff. Oh ne. Oh doch.
Hä, Neuer, ich weiß ja nicht, ob du Pokémon aus dem Meer oder aus den Bergen einsetzt. Ich habe jedenfalls so Pokémon aus dem Meer. Tja, ich setze auch keiner aus dem Berg ein. Von den Bergen ein, ich setze welche vom Gras ein. Albert, machst du jetzt mit deinem Carpador, hä? Oh, Goldini. Damals war Goldini immer nur so auf dem Boden, so Goldini, Goldini. Ähnlich wie Carpador. Aber hier schwebt es halt einfach in der Luft. Ist okay. Was? Hä, wieso war der zuerst dran? Initiative so heftig auf Hell oder was? Initiation of Hell. Unnötig. Erledigt. Okay, hat 95 Erfahrungspunkte. Ja, Goldini bringt nicht so viel. Oh, Sepa. Sepa ist ein schönes Pokémon. Hat da jemand von euch Sepa in seinem Team aufgenommen? Ich finde, das sind halt viele Pokémon, sind halt so Platzhirsche. Nicht Platzhirsche, nicht, aber so Platzhalter-Pokémon. Ne? Es gibt diese Pokémon, aber eigentlich setzt die keiner ein. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, jeder setzt dann doch irgendwo dieselben Pokémon ein. Das wäre eigentlich mal ganz witzig, so ein Team zu erstellen aus den unnötigsten Pokémon ever. Und da denke ich halt echt sowas wie Sepa oder Anton. So, wobei Entoros ja recht stark ist, ne? Die dann halt gar nicht so weit. Oh, Bodycheck. Nett. Quapsel. Ja, komm, Giftpuder. Giftpuder, komm weg. Weil Bodystab ist mal wenigstens. Bodycheck ist mal wenigstens wieder eine zweite Attacke. Wir hätten ja immer nur Rankenhieb. Mist, der ist mir entwischt. Tja. Gucken wir mal ein bisschen Dollar. Meine Forlorn Headers hätte ich dies zu meinen Assistenten gemacht. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem Kapitän. Und da sind wir. Los geht die Würdefahrt. Hey, Senencario. Oh, er freut sich auch noch. Corona. Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Gerade sah er leider gar nicht gut aus. Er scheint seekrank zu sein. Aber du solltest ihm trotzdem einen Besuch abstatten. Ah ja, bevor du hochgehst, lass mich doch eben überprüfen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Corona ist mir zu lieb, ernsthaft. Das ist voll unnötig. Kann er mich nicht irgendwie mal beleidigen oder so? Der macht mir das echt schwer, ihn zu hassen. Aber es ist Corona. Und er soll auch ruhig mit seinem Tauboga herkommen. Ein gefundenes Fressen für Tim. Müsste Level 18 dann sein, oder? Oh, Level 20. Not bad. Da mache ich mir doch ein bisschen Sorgen. Ich glaube, der Kampf wird gar nicht mal so einfach werden. Okay, wir gucken, was er jetzt macht. Wahrscheinlich einen Flügelschlag. Ja. Zieht wahrscheinlich 20 ab oder sowas. Oder halt einfach nur 6. Nicht effektiv? Krass. Ja, komm. Ordentlichen Donnerblitz und... Frau Boga hat sich, glaube ich, schon erledigt. Okay, sehr schwieriger Kampf. Ja, ja, ja. Hat er schon sein Evoli jetzt entwickelt? Mal gucken. Leckere Erfahrungspunkte. Tintendo reicht 24. Slam? Was können wir denn... Was ist ein Slam? Schlag mit einem langen Schweif, eine Ranke oder ähnlichen. Aber Genauigkeit ist gering, ne? Aber dafür ist die Stärke krass. Ja, komm. Machen wir. Ja, hätten wir doch nicht machen sollen. Egal, jetzt haben wir es. Setzen auch Slam gleich mal direkt ein, je nachdem, was für ein Pokémon jetzt kommt. Evoli. Ja, Evoli kann man direkt gegen Tim kämpfen. Sehen wir, wer sich das bessere Starter-Pokémon ausgesucht hat, mein Kollege. So. Gut, wir konnten es uns nicht aussuchen, weil wir die Edition dementsprechend. Reagiert blitzschnell und wirft einen Warn. Was? Das wäre jetzt weird. Das wäre ja cool. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gelesen, lesen können, was er gemacht hat. Wow. Wow. Das ist Zerberstung. Okay, ein Britzelturbo und ciao, Evoli. Wahrscheinlich wieder ein Volltreffer. Gucken wir jetzt, ein drittes Teammitglied ist. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hat ja Tauboga, Evoli, dann irgendwann natürlich Tauboss. Wen hat er jetzt noch? Myrapla. Ah ja, stimmt, der hat ja Myrapla. Aber auch das ist für Neutronix natürlich gar kein Problem. Eine geschmeidige Glut. Und das Ganze hat sich erledigt. Oder? Ja, geh von aus. Reicht denn eine? Ne, zwei wahrscheinlich. Oh, drei sogar. Oh, Säure ist natürlich eine Attacke, die sehr weh tut. Ja, okay. Ja gut, aber drei sind dann erledigt. Oh, unnötig, dass wir jetzt noch eingeschlafen werden.
absolut unnötig. Okay, komm. Dann wechseln wir eben kurz das Pokémon. Gehen nochmal zu Finneon. Und dann macht Finneon eben kurz den Final. Final Count Heap. Ich hasse diese Leute, die immer Tränke einsetzen müssen. Ich hasse diese Leute ernsthaft. Okay, Kampf. Ein Flügelschlag. Ich glaub, ja. Ja, moin. Find zerberstet Mirapla. Krass. Und erledigt Mirapla. Ciao, bis zum nächsten Mal. Zu was entwickelt er sich nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus. Die Entwicklung von Mirapla. Der Rest seines Pokémons erhält auch Erfahrungspunkte. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du gewinnst 1260 Pokédollar. Okay. Du hast viel Schweres auf dem Kasten, so den Karion aus dem geht weiter. Also los, geh zum Captain und lass dir seine geheime Technik beibringen. Okay, und das, meine Freunde, werden wir im nächsten Part auch definitiv machen. Und ich bin gespannt, weil es ein sehr langer Part, ich weiß. Hallo, wer bis zum Ende geguckt hat, Hashtag Longplay, ne, warte mal. Hashtag Kapitän in den YouTube-Livestream, den nächsten, und dann kriegt ihr wieder 100 One-Ups gut geschrieben. Nintendo grinst voller Stolz. Wenn euch der Part gefallen hat, meine lieben Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Denkt an den blauen Daumen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Ciao.